Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und jawohl, Leute, ich bin heute nämlich live, Leute, 15.30 Uhr, seid gern mit am Start. Wir werden hier natürlich reinstarten ins Icon Spotlight Event. Wir hauen nochmal ordentlich ein paar Packs raus hier im Retro Stars Event. Ganz, ganz klare Sache. Da wird jetzt alles nochmal mit am Start sein, Leute. Seid alle gern 15.30 Uhr mit am Start. Es wird auf jeden Fall zu wild, genau, Leute. Das so sieht es auf jeden Fall aus. Und wir haben, Leute, ein neues Event. Icons Spotlight. Und wir haben neue Spieler im Retro Stars Event. Das schauen wir uns gleich alles an. Wir gehen dazu aber zuerst mal rein ins Icons Spotlight Event. Da kann man nämlich sich noch ganz wilde Spieler abholen. Ganz viel neues Zeug gibt's. Naja, ganz neu ist es nicht für die Leute, die schon FM20 gespielt haben. Es ist halt fast genauso aufgebaut wie das Hazard Event damals. Ja, wir haben halt ganz einfach hier die täglichen Aktivitäten, die wir machen können, täglichen Aufgaben, die man machen kann, hier versus Angriff oder 1 gegen 1 spielen, da muss man hier gewinnen, Tore schießen, erzielen, 20 Tore, und wenn man das alles geschafft hat, dann kann man sich hier nämlich noch ganz schön hier diese Spotlight-Punkte abholen. Okay, vielen Dank für dieses Angebot, dann kriegt man nämlich hier noch 2 Spotlight-Punkte, genau. Wenn man das Ganze, wenn man 25 von diesen Tagesquests abgerufen hat, wenn man die einfach geschafft hat, dann kann man sich nämlich hier nochmal 80 Spotlight-Punkte abholen. Und damit kann man sich dann nämlich entscheiden, Leute. Was macht man dann? Das ist dann euch überlassen. Und ich denke mal, da müsst ihr wirklich heftig nachdenken, was ihr machen wollt. Wollt ihr eure Spotlight-Punkte entweder hier reinhauen in wilde Event-Icons, zum Beispiel Rui Costa, Kluivert, wen haben wir noch? Skulls, Pirlo. Pirlo sieht echt wild aus. Skull, genau, Rooney haben wir hier auch. Maldini. Wollt ihr das da reinhauen oder wollt ihr es wagen, um vielleicht in Richtung der Free-to-Play-Prime-Icon Ronaldinho zu gehen? Das ist natürlich hier die Frage. Ist natürlich jedem selbst überlassen, aber bis Ronaldinho ist es auf jeden Fall ein ganz, ganz weiter Weg. Aber erstmal mit der Reihe, immer mit der Ruhe hier. Genau, nämlich für so einen 108er Maldini bräuchte man nämlich 900 Spotlight-Punkte. Ja, das ist schon ziemlich viel, das ist schon sehr, sehr viel. Also ich habe mir das jetzt nicht ausgerechnet, aber ich kann mir vorstellen, dass man da länger als einen Monat erstmal dran sitzt. Da es ja auch nichts zu kaufen gibt. Es gibt einfach nichts zu kaufen. Das ist ein Real Talk, Leute, ein absolutes Free-to-Play-Event. Deshalb auch Free-to-Play-Prime-Icon. Und ja, wie kommt man jetzt halt am schnellsten daran, an diese Free-to-Play-Prime-Icon? Das ist natürlich auch hier die Frage. Und ich würde euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr wirklich Ronaldinho haben wollt, bevor FIFA Mobile 22 da ist, was eigentlich auch der Sinn hinter dem Ganzen wäre. Leute, täglich spielen. Täglich spielen ist hier das A und O in diesem Event, denn wir haben nämlich auch noch SBCs. Aber bei diesen wilden SBCs ist es nämlich so, dass man da auch Spotlight-Punkte bekommt, das ist auch ganz nice. Aber die SBCs werden erst freigeschaltet, wenn man im Spotlight-Kapitel Boni 9 bis 15 abgeholt hat. Und hier ist es Boni 16 bis 21. Und hier ist es halt Boni 21 bis 26. Immer mit der, es geht hier immer weiter. Und ja, was willst du machen, ne? Da muss man hier erstmal bis Boni, keine Ahnung, 9 bis 15. Hier ist, glaube ich, die 18. Hier ist die 19, okay? Das heißt hier, hinten ist auf jeden Fall die 16, das heißt hier hinten irgendwo, muss man alles abgerufen haben bis dahin. Erst dann kann man die SBCs machen. Das heißt, Leute, wirklich täglich spielen, irgendwann dann drauf hoffen, hier erstmal alles Mögliche abholen und dann eben drauf hoffen, dass man die SBCs schnell hinkriegt, denn auch so die Anforderungen für die SBCs sind halt wirklich ziemlich stark. Wir können uns mal hier die letzte SBC anschauen, 75 Spotlight-Punkte. Ich glaube, da muss man ordentlich was raushauen. Genau, hier 9 Spieler, 102er Teamguess, Leute, 102 Teamguess braucht das, also wirklich absolut heftig, was hier EA rausgehauen hat, und dann eben Spotlight habt ihr ja schon gesehen, da kann man sich dann eben entscheiden, möchte man Ronaldinho als ZOM oder als LF haben, ja, wenn man halt mal so weit kommt. Leute, ich persönlich muss sagen, nice Event, ist viel Suchtfaktor dabei, ist nichts zu kaufen so. Ist jetzt aber leider wenig so im Vergleich zu FIFA Mobile 20. Und ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich durchhalten würde, um mir hier einen Ronaldinho zu holen. Der sieht schon echt geil aus. Ich denke mal, ich fange hier erstmal an in diesem Pfad und werde erstmal hier die anderen Event-Icons links liegen lassen, sondern hier einfach wirklich reinstarten Richtung Ronaldinho. Keine Ahnung, ob ich es irgendwann schaffen werde oder ob ich zwischendurch einfach entgeistert aufhören werde. Ja,
Aber Leute, das wird absolut heftig hier. Und wenn es wirklich stimmt, dass FIFA Mobile 21 bis Januar geht, kann ich mir vorstellen, dass man den Ronaldinho so schnell wie möglich, wenn man den so schnell wie möglich sich abholen möchte, safe erst im Dezember bekommt. Safe erst im Dezember. Tja, Leute, das wird, das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, so Anfang Dezember oder so, vielleicht sogar noch ein bisschen später, kommt halt drauf an, wie schnell man hier durchsuchtet und ob man halt wirklich täglich immer spielt. Aber die Belohnungen werden dann immer besser hier. Einfach 5 Millionen Münzen gibt es hier zwischendurch. Also was hier EA dann zwischendurch immer raushaut, ist schon echt ganz nice. 1,8 Millionen XP, also EA, die geben sich hier schon ganz schön Mühe, muss man schon mal sagen. Legendenzeugs hier, 10.000 Skillboosts, Leute, meine Güte. Ey, wirklich, 10.000 Skillboosts, das ist ja echt heftig. Absolut krank, aber natürlich auch die Stats von einem Ronaldinho. Leute, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Sieht jetzt nicht so schlimm aus, ne? Also Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, was sagt ihr zu diesem Icon Spotlight Event? Schreibt es mal gerne rein, würde mich mal interessieren, eure Meinung ist mir wichtig. Und wir gehen nochmal rein hier ins Retro Stars Event, da haben wir jetzt auch neue Spieler am Start. Es gibt einen Greenwood, Leute. Ich würde nämlich auch erstmal hier vielleicht einen Greenwood spielen wollen, als schöner RF. Mal gucken, ich werde ihn sowieso jetzt nicht bekommen durchs Erspielen. Ich probiere es dann einfach, ihn zu kaufen. Der wird vielleicht nicht so krass viel wert sein, vielleicht 10 Millionen. Ich hoffe, dass ich den für 10 Millionen irgendwie kriegen könnte. Das wäre natürlich ziemlich, ziemlich nice. Weil durchs Erspielen kriege ich wahrscheinlich wieder nur Radetzky, da ich einfach nicht so krass viel Zeit habe. Aber ein Greenwood wäre schon wild bei mir im Team zu sehen. Der würde perfekt reinpassen mit Henderson und allem möglichen Zeug. Und heute werden wir natürlich hier auch reinstarten, natürlich noch in Red City. Sehr wild, können wir noch Packs öffnen, alles mögliche Richtung Henderson gehen. Ich hoffe mal, ich krieg den noch hier, weil ich habe nur 19.000 Punkte bisher, aber ich habe immer gespielt. Ich hoffe, ich krieg den noch. Dann haben wir auch Kaugummi-Automat, gibt's heute leider nichts Interessantes, schade eigentlich. Ich werde vielleicht einmal dann hier das hier öffnen, aber mehr auch nicht, denn da werde ich wieder sparen, bis halt die 1250 Arcade-Punkte kommen. Wir haben derzeit 400 Punkte, ich krieg nochmal 100 obendrauf mindestens. Das heißt, wir können hier nochmal 5 Packs mindestens auch öffnen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn hier nochmal auch zum Beispiel da im Red City nochmal ein bisschen was gönnt. Hier kriege ich noch einen Robinson vielleicht. Also Leute, nicht vielleicht, sondern kriege ich auch auf jeden Fall, Leute. Das wird hier eine wilde Sache. Also Leute, seid gerne mit dabei. Es ist wild. Genau, Leute. Das heißt, wir sehen uns auch, denke ich, mal später im Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Bis dahin, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.